Ja, hallo Freunde des Wechselrichters. Ich habe hier heute mal einen neuen Wechselrichter auf meinem Kanal und den würde ich euch gerne mal vorstellen. Es handelt sich also um den T-Sun und das ist die 300 Watt Version, auch in Deutschland zugelassen mit allen Konformitätserklärungen und so weiter. Zwei Batteriestecker, einmal für die Steckdose und einmal die Erweiterungsleitung, dann natürlich Plus und Minus für die MC4-Verbindung vom Solarpanel. Hier können wir noch mal sehen, 60 Volt Eingangsspannung, der MPPT-Bereich bei 29 bis 48 Volt und insgesamt hat er dann so 300 Watt Ausgangsleistung dauerhaft. Das ist doch ordentlich. Genau, und den wollte ich jetzt mal anschließen. Ich habe ja den Heumalz und der arbeitet gut und letztlich, der hier soll auch sehr gut sein und das möchte ich mal ausprobieren. Wenn man so auf den ersten Blick schaut, der erinnert mich schon stark an das Design von dem Heumalz. Auch hier dieses schwarze Ding, dieses zur Verbindung mit der DTU, zur Visualisierung etc. Das Solarmodul ist verbunden mit den Plus- und Minusleitungen, hier rot und schwarz. Die gehen in den Wechselrichter, das ist hier, dort geht es also rein und hier ist die AC-Leitung, die ist zur Erweiterung der Wechselrichter und also hier kann man noch einen weiteren Wechselrichter anschließen und diese Leitung geht dann raus zum AC-Netz in die Steckdose. Hier nochmal eine Mesh-Steckdose, beispielhaft, momentan sind wir bei etwa einem Sechstel der Leistung, was möglich wäre, aber es ist halt auch keine richtige Sonne, insofern ist das absolut normal. Das Wechselrichter blinken bedeutet grün, verhältnismäßig zügiges Blinken, heißt, ja, der arbeitet einwandfrei. Ja, und hier sieht man ganz klar auch, dass es ganz klar kaum Unterschiede gibt. Also auch hier die Erweiterungsleitung, hier wieder die AC-Leitung, die zwei MC4-Verbindungen und sogar so ein schwarzes Pnüppelteil für die WLAN-Funktion ist da. Also der kann sich natürlich entsprechend mit der T-Sun Visualisierungssoftware dann verbinden oder muss man wahrscheinlich auch noch so ein Datentransfer-Unit wie bei dem Heumalz kaufen, was es da für Geräte gibt. Aber wenn man jetzt mal schaut auf den ersten Blick, also schon die Aufmachung des Labels, hier zum Beispiel da, die Qualitätskontrolle klebt dort ihren Sticker hin. Die Nummern kommen hier hin und auch hier bekommt es nochmal einen Aufkleber. Also das ist schon sehr erstaunlich. Halt, das Gehäuse ist ein bisschen anders. So, ich habe den T-Sun jetzt schon mal angeschlossen an ein Modul, was hier sowieso nur im Weg steht eigentlich. Und obwohl das Modul angeschlossen ist, kann man also sehen, bei der Erweiterungsleitung ist kein Strom drauf. Also das muss natürlich auch so sein, denn der Wechselrichter synchronisiert sich ja erst mit dem Netz und erst dann funktioniert es, dann fängt er an, Strom zu produzieren. So funktioniert es nicht. Der andere hingegen, der ist ja schon bereits mit der Steckdose verbunden, liefert jetzt etwa 60 Watt laut Steckdose. Ja, also dann würde ich sagen, ich schließe mal diesen neuen an den anderen von Heumalz an die Erweiterungsleitung. Und es sind ja eigentlich zwei verschiedene Hersteller. Sollte das funktionieren? Ich denke schon, denn es sind ja zumindest sogar dieselben Labels fast drauf. Und zwei Heumalz kann man ja auch zusammenkleben. Die Batteriestecker sind auch genormt, insofern sehe ich da eigentlich keine Bedenken, aber ich probiere es jetzt lieber mal aus. Ja, also offensichtlich ist Spannung auf der Erweiterungsleitung. Also immer ganz wichtig, diesen Batterieendstecker auf die Erweiterungsleitung stecken. 80 Volt kann ich hier messen. Man kann also einen T-Sun mit einem Heumalz-Wechselrichter ohne weiteres zusammenschließen über die Batterieverbindung hier. Einfach die Ausgangsleitung von dem T-Sun in die Eingangsleitung des Heumalz und zack, beide arbeiten am selben Schuko-Stecker. Ja, was soll ich sagen, der Ausgang von dem T-Sun hat Spannung drauf, ist deutlich zu messen. Je nachdem, wo man misst, zwischen 80 und 180 Volt.
nicht optimal, also niemals die Kappe vergessen bitte beim Aufbau. Ansonsten ganz einfach, jeder Wechselrichter hat jetzt ein Solarmodul angeklemmt und die beiden Wechselrichter funktionieren. Also den Teasern habe ich einfach an die Eingangsleitung des Heumals angeschlossen und der ist ja sowieso mit dem Netz verbunden per Schuko-Stecker. Die Einspeisesteckdose zeigt jetzt sagenhafte 184 Watt an. Ich hoffe, man kann das sehen. Also funktioniert bei diesen Verhältnissen, die heute herrschen, also ausgesprochen gut natürlich. Der Teasern hat halt hier die blinkende LED, das Gehäuse definitiv ein bisschen anders, aber sonst seht ihr, funktioniert genauso. Also ja, ich denke mal, jeder Wechselrichter jetzt ungefähr 90 Watt und daher haben wir 180 Watt auf der Messsteckdose stehen und das Ganze bei solchen ja, Sonnenverhältnissen, also doch recht bescheiden, also durchaus realistische Werte.